Schönen guten Abend oder guten Tag allen Freundinnen und Freunden der Nachhaltigkeit zur Verleihung des Augsburger Zukunftspreises im Jahr 2020 darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Leider nicht im Goldenen Saal, wie wir das sonst immer mit ganz vielen Menschen tun, sondern diesmal nur virtuell am Bildschirm. Ich stehe in meinem Büro und ich darf Sie trotzdem ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute den Zukunftspreis, die Verleihung, alljährlich eine große Veranstaltung. Und wie gesagt, diesmal sind wir online. Ich darf begrüßen mit mir, auch virtuell, die Frau Oberbürgermeisterin, die gleich das Grußwort sprechen wird. Es sind die Mitglieder aus der Jury des Zukunftspreises. Das sind sowohl Stadträtinnen und Stadträte als auch Mitglieder des Nachhaltigkeitsbeirats. Und es sind natürlich die Preisträgerinnen und Preisträger, die heute diesen Preis verliehen bekommen. Und vielen Dank, dass Sie da sind, dass Sie mit dabei sind. Ich darf jetzt überleiten an die Frau Oberbürgermeisterin. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Eva, es ist dein Flor. Wir erwarten das Grußwort. Liebe Fans vom Zukunftspreis und hallo an all diejenigen, die hoffentlich bald Fans werden. Es gibt in den letzten Monaten ganz viele Momente, wo ich einfach auf Corona stinksauer bin. Und beim Zukunftspreis ist wieder mal so ein Moment erreicht. Der Zukunftspreis, das ist für mich eine der schönsten Preisverleihungen, die jedes Jahr im Goldenen Saal stattfindet, weil sie eben zeigt, wo die Zukunft für unsere Stadt hingehen kann. Jedes Jahr werden so viele Projekte vorgestellt, die Augsburgerinnen und Augsburger jeglicher Alterskategorie sich ausgedacht haben, wo sie sich engagieren, wo sie mit gutem Beispiel vorangehen und dann eben auch eine Auszeichnung bekommen. Und dieses Jahr, das erste Mal seit Bestehen des Zukunftspreises, haben wir keine Preisverleihung im Goldenen Saal. Und es tut mir wahnsinnig leid, aber die Zeiten sind leider einfach so, wie sie sind. Und dabei wäre gerade in diesem Jahr es so toll gewesen, Sie alle im Goldenen Saal begrüßen zu dürfen. Wir haben dieses Jahr so viele Bewerbungen wie noch gar nie. Und es sind so viele tolle Projekte dabei. Es sind Werkstätten in der ganzen Stadt dabei. Es ist das Kletterzentrum vom DAV mit dabei, der eben nicht nur Spitzensportlern eine Heimat gibt, sondern wirklich allen dazu auch einlädt, den Klettersport auszuüben. Wir haben Schülerinnen, die Plastikpartikel aus Wasser herausfiltern und vieles andere mehr. Seien Sie also gespannt, wer dieses Jahr den Zukunftspreis für die Stadt Augsburg hier gewinnt in den verschiedensten Kategorien. Und schauen Sie sich vor allem alle an. Es sind nämlich nicht nur diejenigen sehenswert, die dieses Jahr einen Preis bekommen, sondern es sind alles tolle Projekte von Menschen, die engagiert sich für die Zukunft einsetzen. Und ich finde, dass man gerade in der Corona-Zeit merkt, wie wichtig das auch ist, auch trotzdem weiterzudenken, trotzdem zu überlegen, wie geht's danach weiter? Wie wollen wir miteinander leben? Welche Projekte sind uns wichtig? Wie können wir Nachhaltigkeit in unserem tagtäglichen Leben umsetzen? Die verschiedenen Kategorien des Zukunftspreises geben uns da sicher gute Hilfestellungen dafür. Und deswegen, wie gesagt, lohnt es sich, sich auch weiter mit der Zukunft zu beschäftigen, auch und gerade weil die Zeiten so komisch sind. In diesem Sinne haben Sie viel Spaß bei der Preisverleihung. All denjenigen, die einen Preis gewinnen, herzlichen Glückwunsch. Und an all diejenigen, die mitgemacht haben, herzlichen Dank. Und zum Abschluss auch ein herzliches Dank an die Jury, denn es ist immer ein hartes Stück Arbeit, die richtigen Preisträgerinnen und Preisträger zu ermitteln. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin. Sie haben jetzt einen Eindruck gehört, wie die Stadt Augsburg mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Und dass wir sehr froh sind, dass es so viele Preisträgerinnen und Preisträger und vor allem Teilnehmende an diesem Zukunftspreis dieses Jahr gegeben hat. Ich darf jetzt kurz noch mal vorstellen, die Jurymitglieder. Diese Jury setzt sich ja zusammen aus Mitgliedern aller Fraktionen im Rathaus und die gleiche Anzahl von Jurymitgliedern aus dem Nachhaltigkeitsbeirat. Im Nachhaltigkeitsbeirat sitzen gesellschaftliche Organisationen, die Handwerkskammern, die Kammern, die Handwerkskammer, die IHK. Es sitzt aber auch KUMAS, das Umweltnetzwerk, dort mit und die verschiedenste andere Mitglieder. Einzelne Mitglieder werden jetzt gleich dann die Preisträger vorstellen. Dann können Sie diese Mitglieder noch mal näher kennenlernen. Normalerweise haben wir in diesem Zukunftspreis fünf Preise zu vergeben, gleichberechtigte Preise.
Diesmal haben wir 6. Warum? Weil wir diesmal uns bei dem 5. Preisträger nicht auf eine einigen konnten, sondern weil wir dann im Endeffekt immer eine Pattsituation haben bei der Entscheidung über den 5. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir daraus jetzt diesmal tatsächlich 6 Preise machen. Also werden wir jetzt gleich 6 Preisträgerinnen und Preisträger sehen und hören. Und ich sage es nochmal, es ist eine Ausnahmesituation. Wir werden den Zukunftspreis nicht erweitern, sondern beim nächsten Mal definitiv wieder auf 5 Preisträger zurückgehen. Einen weiteren Preis, der schon länger mit dabei war, ist der Preis der Schülerinnen und Schüler. Auch es gibt eine eigene Jury, das ist diesmal die Waldorfschule. Und diese Schülerinnen-Jury hat auch einen Preis vergeben und wir werden sehen, wer diesen Preis dann bekommen hat. So, dann geht's los. Der erste Preis wird verliehen von Stadtrat Raimund Scheirich. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude, trotz dieser widrigen Umstände und deswegen nur auf dem digitalen Weg, den Augsburger Zukunftspreis an ein ganz besonderes Unternehmen unserer Stadt verleihen zu dürfen. Die Welt bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen. Diese eindrucksvollen Worte stehen für das Leitmotiv von BMK Electronic Services. Sie treffen mit dieser Maxime nicht nur einen empfindlichen Nerv, sondern haben gemeinsam mit ihren Mitarbeitern ihr Unternehmen zu dem Erfolg geführt, den wir hier und heute würdigen möchten. BMK Rework und Repair steht seit 2001 für Verantwortung, Umweltbewusstsein und Innovationskraft. Ein zukunftsträchtiges Konzept, mit dem Sie sich gezielt der wachsenden Entsorgungsproblematik stellen. Durch umweltschonendes Reparieren und Recyceln fördern Sie nicht nur die Kreislaufwirtschaft, sondern schaffen als exzellenter Arbeitgeber die wirtschaftliche Grundlage für viele Bürger aus Augsburg und der Region. Sie schaffen damit Perspektiven für die Zukunft und die Menschen vor Ort, Tag für Tag. Das Bewusstsein für echte Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Handeln ist heutzutage größer denn je und hat auch an tiefer gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. Unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu halten, heißt Werte erhalten. Und das in allen Lebensbereichen. Von einer Wegwerfmentalität hin zu einer Wiederverwendung. Sie stehen mit ihrem mutigen Konzept genau dafür und haben damit nicht nur mich, sondern die gesamte Jury überzeugt. Sie gehen damit einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Das Erschließen neuer und nachhaltiger Geschäftsfelder steht für Innovationskraft und Verantwortungsbewusstsein. Ich kann Ihnen für Ihr hervorragendes Konzept nur meine Hochachtung und meinen Respekt aussprechen und Sie dazu ermutigen, sich auch weiterhin so couragiert und erfolgreich neuen Projekten zu widmen. Meine herzlichsten Glückwünsche zu diesem Preis, der Ihnen heute mehr als zu Recht verliehen wird. Schön, dass Sie mit Ihrem hervorragenden Projekt unsere schöne Stadt Augsburg bereichert haben. Vielen Dank an die Oberbürgermeisterin Eva Weber, Referent Rainer Erben der Stadt Augsburg und das ganze Team des Zukunftspreises für diese Auszeichnung. Wir freuen uns sehr, als Augsburger Unternehmen den Augsburger Zukunftspreis entgegennehmen zu dürfen. Das bedeutet uns sehr viel und bestärkt unseren Weg. Es ist ein Preis für unser aller Zukunft, der uns bei BMK bestärkt, weiter über die Möglichkeiten der Ressourcenschonung durch Reparatur und Wiederverwendung zu informieren, um so immer mehr Unternehmen dazu zu bewegen, ihre Produkte nicht komplett zu entsorgen. Jeder kann seinen Beitrag leisten, trotz Innovation und Fortschritt die Erde nicht zu verbrauchen. Vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter. Das zweite Jurymitglied ist die Stadträtin Sabine Slawik. Frau Slawik, bitte Ihre Laudatio. Das Jahr 2015 wird uns allen noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Als ab September auch hier in Augsburg viele Geflüchtete eintrafen, erlebten wir von und mit den Augsburgerinnen eine Welle der Hilfsbereitschaft, gepaart mit großer Kreativität. Diese dauert bis heute an, leider inzwischen oftmals unbemerkt. Auch unser diesjähriger Preisträger
hat mit seinem Engagement eine Symbiose aus Hilfsbereitschaft und Kreativität geschaffen. In einer Gesellschaft, in der damals immer wieder Stimmen laut wurden, die über den Besitz und die Nutzung von Smartphones durch Geflüchteten sich echauffierten, halte ich es für ein riesiges Glück, dass es ebenso eine Vielzahl von Menschen gibt, die neue Ideen entwickelt und beherzt anpackt. So wie die Entwicklerinnen der Integrate-App. Sie zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie Integration gelingen kann und welche Chancen, Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten die digitalen Medien dabei bieten. Denn die App hält ein breit gefächertes Themenspektrum bereit. Dieses umfasst aktuelle Informationen zu Corona, grundlegende Willkommensinformationen in Augsburg, Behörden und Beratung, deutsche Sprache, Schule, Studium und Bildung, Ausbildung, Arbeit und Erwerbstätigkeit, Alltagsinformationen, Kinder und Familie, Gesundheit, Freizeit, Kultur und Sport. Die App ist niederschwellig aufgebaut, lässt sich einfach verwalten, wird immer weiterentwickelt und angepasst. Und sie ist in sage und schreibe 12 Sprachen verfügbar. Für viele Menschen leistet sie somit einen wichtigen Beitrag zu einer gelingenden Integration, indem sie Missverständnisse beseitigt und hilft, Frustrationen zu vermeiden. Wer sind nun die Menschen hinter der Integrate-App? In erster Linie ist das der Augsburger Verein Tür an Tür e.V., der sich bereits seit 1992 für die Belange von Geflüchteten einsetzt. Gemeinsam mit der Tür an Tür Digitalfabrik, dem Sozialreferat der Stadt Augsburg und Studierenden der Wirtschaftsinformatik der TU München wurde innerhalb von 8 Monaten die App Integrate entwickelt. Wie hilf- und segensreich ehrenamtliches Engagement und verschiedene Kooperationen wirken, wird hier eindrucksvoll aufgezeigt. Die Stadt Augsburg darf stolz sein auf Initiativen wie diese. Die Integrate-App hat deutschlandweit als Vorbild gedient und findet mittlerweile in über 60 Städten und Landkreisen Nachahmung. Und deswegen finden wir von der Jury, dass es höchste Zeit ist, sich in die lange Liste der Ehrenden einzureihen und dieses Projekt auch hier in der Gründungsstadt angemessen zu würdigen. Ich gratuliere von ganzem Herzen zu dieser Auszeichnung. Wir freuen uns total, dass wir mit dem Zukunftspreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet worden sind. Hier mit unserer App Integrate, auch wenn man es unter der Maske nicht so gut sieht. Wir freuen uns sehr. Ein Kooperationsprojekt zwischen den Referaten 3, dem Sozialreferat, dem Referat 4, Referat für Bildung und gesellschaftliche Integration und der Tür in Tür GmbH. Vielen, vielen Dank für Ihr Vertrauen und wir freuen uns wirklich unbändig, dass unsere App ausgezeichnet wurde. Mit der App Integrate informieren wir zugewanderte Menschen in 12 Sprachen über das Leben in Augsburg und momentan auch über die Corona-Entwicklungen und die neuen Regelungen. Wir freuen uns unglaublich für diese Auszeichnung und bedanken uns ganz, ganz herzlich. Jetzt leider mit der Maske sieht man mein Lächeln nicht. Dankeschön. Mit der Auszeichnung zum Zukunftspreis 2020 wird natürlich auch ein starkes Zeichen gesetzt, dass die Nachhaltigkeit vor dem Thema Digitalisierung keinen Halt macht. Wir von Tür an Tür freuen uns natürlich ebenfalls als Kooperationspartner in diesem Gemeinschaftsprojekt, dass wir diesen Preis erhalten und dass Open Source Software zukunftsfähig ist. Vielen Dank. Dann kommen wir zum dritten Preis. Dieser Preis wird vorgestellt von Thomas Niborowski, dem Geschäftsführer des KUMAS-Netzwerkes. Herr Niborowski, ich würde Sie bitten, uns den Preisträger vorzustellen. Der Boxbote bekommt den Augsburger Zukunftspreis 2020. Herzliche Gratulation und herzliche Glückwünsche dazu. Einen umweltfreundlichen Lieferservice wollte man gründen, nämlich dieses Gründerquartett 2015 hatte die Idee, ein regionales Amazon auf die Beine zu stellen. Zunächst wurde Essen ausgeliefert aus Restaurants und Gaststätten. Inzwischen haben sich viele Einzelhändler mit angeschlossen, weil sie die großen Vorteile dieses Boxboten-Lieferservices erkannt haben. Ein Partner im Wettbewerb mit globalen Wettbewerbern, so sieht sich der Einzelhandel heute gefordert, denn nichts leichter als das, etwas online zu bestellen.
Mit der Online-Bestellung tue ich mich heute sehr leicht. Ich kann über mein Phone oder über mein iPad oder sonst wie kann ich was bestellen und drücke auf den Bestellklick und innerhalb weniger Tage kommt das Produkt zu mir nach Hause, wird direkt an meine Haustür geliefert. Toll, super, praktisch und toll. Nur ist da auch das richtige Produkt drin? Natürlich, ich freue mich, das Produkt packe ich aus und sehe, okay, die Farbe passt mir, die Größe passt mir. Nein, es passt eben nicht. Es ist das falsche Produkt geliefert worden, beziehungsweise mir gefällt Ihnen diese Farbe gar nicht mehr. Ich finde sie nicht so apart und schön und passt nicht zu meinem Typ. Deswegen, das kann beim Boxboten nicht passieren. Beim Boxboten gehe ich ins Geschäft, ich habe den Fachverkäufer an meiner Seite, ich suche mir das richtige Produkt aus und ich habe mit dem Produkt dann viel Freude, wenn der Boxbote es mir ebenso an die Haustür praktisch liefert. Und ich packe aus und sehe da, das von mir ausgewählte Produkt wird mir direkt zugeliefert. Das ist einzigartig, nicht nur in Augsburg, sondern das ist einzigartig, gerade auch in Corona-Krisenzeiten. Das hat sich nämlich bewährt, dass wir hier nachhaltig auch einen Nachbarschaftsservice dann mit einführen konnten. Das Ganze ist ökologisch, ökonomisch, sozial, also das heißt richtig nachhaltig und es ist auch kulturell profilschaffend, denn der Boxbote hat in Augsburg Maßstäbe gesetzt, was diesen Lieferservice ansetzt und das ist einzigartig. Und deswegen freuen wir uns, dass der Boxbote den Zukunftspreis 2020 erhält. Herzlichen Glückwunsch nochmals dazu. Hallo, mein Name ist Raimund und ich bin der Mitgründer und Geschäftsführer von Boxbote. Ich darf mich hier stellvertretend für die Firma Boxbote mit allen Mitarbeitern und Mitgründern ganz, ganz herzlich für den Zukunftspreis bedanken. Ich freue mich wahnsinnig über den Preis und ich freue mich, in einer Stadt zu leben, die sich für Nachhaltigkeit engagiert. Und ja, vielen, vielen Dank für den Preis und allem drum und dran und auch vielen, vielen Dank an das Augsburg Marketing für die tolle Unterstützung. Nächster Preisträger, nächste Preisträgerin vielleicht, wird vorgestellt von unserem Stadtrat Christian Pettinger. Mühsam war es bis vor kurzem, umweltpolitische Notwendigkeiten politisch umzusetzen. Die Fridays for Future haben hier wieder Hoffnung aufkeimen lassen. Durch ihr unermüdliches und kreatives Engagement haben sie nicht nur das Vorurteil widerlegt, die Jugend sei politisch uninteressiert, sondern konsequent die notwendige Klimadebatte in alle Altersgruppen und gesellschaftliche Schichten getragen. Auch und gerade hier in Augsburg. Die Fridays for Future sorgen für Aufmerksamkeit und breite Unterstützung nicht nur bei Umweltthemen. Sie nehmen die Stadtpolitik in die Pflicht und suchen den Dialog mit den Verantwortlichen. Mit ihrem Klimacamp direkt neben dem Rathaus haben die Augsburger Fridays sogar für bundesweites Echo gesorgt. Durch ihren kontinuierlichen und gemeinwohlorientierten Einsatz haben sich die Fridays for Future zu einer festen Größe in Sachen Umwelt entwickelt. Der Stadtrat hat dem inzwischen auch Rechnung getragen und die Fridays for Future in den Nachhaltigkeits- und den Klimabeirat berufen. Ich freue mich über die Preisverleihung heute und wünsche der Fridays for Future Bewegung viel Kraft und Durchhaltevermögen für die Zukunft. Hallo, ich bin Janika von Fridays for Future Augsburg. Es freut uns sehr, mit dem Zukunftspreis der Stadt ausgezeichnet worden zu sein. Und das ist ein Zeichen der Wertschätzung, was wir sehr, sehr gerne annehmen. Wenngleich es natürlich am wichtigsten bleibt, dass die Stadt Augsburg ihre derzeit wenig ambitionierten Ziele an die Realität anpasst. Gerade hält sie daran fest, die dreifache Menge an CO2 auszustoßen, die uns bis zur 1,5-Grad-Marke bleibt. Um dem Namen des Preises wirklich gerecht zu werden, wäre es uns die allergrößte Freude, der Stadt Augsburg selbst einen Preis ausstellen zu können, wenn diese ihre Ziele mit dem 1,5-Grad-Ziel in Einklang bringt. Und jetzt sind wir beim fünften Preis. Ich habe es gesagt, diesmal sind es nicht nur fünf, sondern sechs. Wir sind beim fünften Preis. Vorgestellt wird dieser Preis vom Jurymitglied Pia Winterholler als Nachhaltigkeitsbeirätin. Um Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu sichern, müssen Städte heutzutage jede Möglichkeit
für die Gestaltung artenfreundlicher Grünflächen nutzen. Geradezu vorbildhaft hat der protestantische Friedhof Augsburg gezeigt, wie öffentlicher Raum für die Zukunft gestaltet werden kann. Der Rückgang von Artenvielfalt ist nicht nur in der freien Natur ein großes Problem, sondern auch und insbesondere in unseren Städten. Denn die Versiegelung von Flächen durch den Bau von Häusern, Straßen und Parkplätzen, aber auch die immer naturfernere Gestaltung unserer Grünflächen lassen städtische Lebensräume von Tieren und Pflanzen immer schneller schwinden. Umso mehr freuen wir uns, einen der diesjährigen Augsburger Zukunftspreise für besonderes Engagement im Artenschutz verleihen zu dürfen. Der protestantische Friedhof Augsburg hat gezeigt, dass Beharrlichkeit und Schaffensdrang öffentlichen Raum in einen Ort verwandeln können, an dem Mensch und Natur gedeihlich koexistieren können. Im Namen des protestantischen Friedhofs bedanke ich mich herzlich, dass wir als Preisträger benannt wurden. Wir freuen uns unglaublich und werden auch in Zukunft alles Erdenkliche und Mögliche tun, um die Stadt Augsburg um einen wertvollen Lebensraum weiter zu bereichern. Ich bedanke mich und ich freue mich schon auf die Preisverleihung und werde diese gespannt verfolgen. Dankeschön. Jetzt kommt tatsächlich der letzte Preis, diesmal ausnahmsweise ein 6. Preis, vorgestellt von dem Jurymitglied und Stadtrat Peter Rauscher. Sind wir mal ehrlich, meine Generation ist ihrer Verantwortung gegenüber der Nachwelt bisher nicht gerecht geworden. Vielmehr haben wir eine Tradition fortgesetzt, die die existenzielle Bedrohung für unsere Ökosysteme darstellt und die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen akut gefährdet. Heute wird der Zukunftspreis verliehen. Heute werden Initiativen gewürdigt, die sich um eine Trendwende bemühen. Heute wird ein Projekt ausgezeichnet, das auf beeindruckendste Weise zeigt, wie die nächste Generation mit größtem Engagement und Kreativität tragfähige Lösungen sucht und findet, sowie die Idee einer nachhaltigen Entwicklung mit Leben füllt. Wer Kleidung aus Polyester oder einem anderen synthetischen Mittel wäscht, trägt zur Plastikverschmutzung der Umwelt bei. Viele werden sich nun fragen, wie denn das? Nun, während des Waschvorgangs werden winzige Kunststoffpartikel ausgeschwemmt und gelangen so in unsere Gewässer, wo sie von Fischen und anderen Lebewesen aufgenommen werden und wir Menschen sie schlussendlich wieder über die Nahrungskette aufnehmen. Unsere Kläranlagen können nämlich dieses Mikroplastik nicht filtern. Leonie und Zoe Brelwitz, beide Schülerinnen am Maria-Barth-Gymnasium, haben dies auch im Rahmen eigener Analysen untersucht und eine geniale Lösung ausgetüftelt. Ein Filtersystem für Waschbecken und Waschmaschinen, das aus Netzen mit unterschiedlicher Maschenweite besteht und einen Großteil der Mikroplastikpartikel aus dem Abwasser entfernt. Einfach, kostengünstig und effektiv. Beeindruckend ist zudem die ganzheitliche Herangehensweise der beiden Schwestern. Ergänzend ihrer technischen Problemlösung leisten sie nämlich im Rahmen von Vorträgen und Workshops wichtige Aufklärungsarbeit. Projekte wie diese geben uns Hoffnung, dass wir in Zukunft entschlossener eigene Ideen verfolgen. Wir werden nur dann nachhaltiger leben, wenn wir die Auswirkungen unseres Alltagslebens und auf die Umwelt von allen Seiten betrachten. Lösungen sind aber nur dann erfolgreich, wenn sie in unseren Alltag passen. Genau das trifft auf die Idee von Zoe und Leonie zu. Die beiden bieten eine einfach umzusetzende Methode, um ein komplexes Problem zu lösen. Ich finde das toll. Danke, Leonie und Zoe, für euer Engagement. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind Konstanze Krüger und Helene Guthausen und wir sind Schülerinnen der Freien Waldorfschule Augsburg. In diesem Jahr fiel es unserer Schule zu, die Schülerjury für den Augsburger Zukunftspreis zu bilden. Als Vertretung für unsere Schulgemeinschaft fand sich eine Gruppe aus der SMV und weiteren interessierten Schülerinnen und Schülern, deren Aufgabe es war, aus den zahlreichen Bewerbungen ein Siegerprojekt auszuwählen. Die Palette der unterschiedlichen Projekte reichte von zukunftsfähigen Wohnen und Arbeiten, nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen bis hin zu interkulturellem Zusammenhalt und Austausch.
Unser Hauptaugenmerk legten wir dabei unter anderem auf Kriterien wie ökologische und soziale Zukunftsfähigkeit sowie einen innovativen Charakter. Während unseres Entscheidungsprozesses fiel uns ein Projekt immer wieder besonders ins Auge, das sich mit einem der größten Probleme unserer Zeit beschäftigt: Plastik. Jährlich werden auf der Erde etwa 360 Millionen Tonnen Plastik produziert. Die Plastikmüllmengen, die dadurch entstehen, sind enorm. Mit Plastikteppichen im Meer, Plastikbergen im Wald und Lebewesen mit Plastik im Magen seien nur einige Beispiele genannt. Ein Großteil des Problems ist allerdings kaum sichtbar: Mikroplastik. Als Mikroplastik zählen Plastikteilchen von einem Mikrometer bis zu 5 mm Größe. Diese gelangen über das Abwasser ungefiltert durch die Kläranlagen und landen zu großen Teilen im Meer. Dort werden die Teilchen von Kleinstlebewesen oft mit Nahrung verwechselt und anstelle von dieser aufgenommen. Über die Nahrungskette wird das Plastik weitergereicht. Die Tiere werden krank und sterben. Mikroplastik befindet sich in unserer Atemluft, in unserem Trinkwasser und in unserer Nahrung. Die Oberfläche ist ein Magnet für Giftstoffe und Krankheitserreger. In ständig bestehenden Kreisläufen wandert das Mikroplastik um die Erde. In unserem Alltag befinden sich allerlei Verursacher von Mikroplastik: Autoreifen und Schuhabrieb, Teppichfasern oder Plastikmüll, der von Wind und Wetter zerkleinert wird. Auch beim Zähneputzen, der Nutzung von Kosmetika und beim Wäschewaschen gelangt Mikroplastik in unsere Umwelt. So entstehen zum Beispiel bei einer Ladung Wäsche bereits mehrere Millionen Teilchen Mikroplastik. Um dieses Problem anzugehen, haben die beiden Schwestern Leonie und Zoe Prillwitz etwas entwickelt: einen Mikroplastikfilter für die Waschmaschine und einen für das Waschbecken. Diese beiden Filter sorgen dafür, dass weitaus weniger Mikroplastik ins Abwasser und somit in die Meere und in die Umwelt gelangt. Durch unterschiedlich feine Netze werden Mikroplastikteilchen und Plastikfasern im Abfluss aus dem Abwasser gefiltert. Bereits in der 6. und 8. Klasse haben Leonie und Zoe angefangen, sich mit dem Thema Mikroplastik zu beschäftigen, Wasserproben zu nehmen und diese auf das enthaltene Mikroplastik zu untersuchen. Neben ihrem praktischen Engagement bei der Ursachenbekämpfung haben die beiden sich auch theoretisch in umfangreichen Dokumentationen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ihr Einsatz für eine bessere Welt und ihr bemerkenswertes Durchhaltevermögen dabei zeugen von einem starken Bewusstsein für unsere Umwelt, Disziplin und Ausdauer, die sie bereits in einem jungen Alter an den Tag legen. Ihr beispielhaftes Verhalten zeigt, dass jeder mit ausreichend Willenskraft wirklich etwas Gutes für unsere Umwelt tun kann. Niemand ist zu jung, zu alt, zu groß oder zu klein, um sich für unsere Welt und ein lebenswertes Leben für jeden auf diesem Planeten einzusetzen. Die Verbesserung fängt im Kleinen an und hat dennoch eine große Wirkung für die Zukunft. Mit ihrem Mikroplastikfilter tragen Zoe und Leonie dazu bei, dass unsere Meere in Zukunft weiterhin ihren existenziellen Lebensraum erhalten können. Jeder eingesetzte Filter sorgt dafür, dass weniger Mikroplastik in unsere Umwelt gerät und hilft der Erde ein Stückchen mehr zu überleben. Wir haben das Projekt von Leonie und Zoe Prillwitz als Siegerprojekt ausgewählt, da wir in ihm ein großes Potenzial für die Zukunft sehen, es sowohl eine ökologische Zukunftsfähigkeit als auch Notwendigkeit aufweist und es die lebensnotwendige und wertvolle Ressource Wasser und damit den Frieden innerhalb der Weltgemeinschaft schützt. Wir wünschen uns für das Projekt und für die Umwelt, dass die Filter weit verbreitet und effektiv genutzt werden, und danken Leonie und Zoe für ihren Einsatz für unsere Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wollten uns für diesen Megapreis bedanken. Wir haben uns richtig gefreut und tun es auch immer noch. Und vor allem ist es für uns auch einfach eine riesengroße Ehre, unter all diesen ganzen tollen Projekten wirklich einen Preis gewonnen zu haben. Und dann natürlich auch eine riesige Motivation zu sehen, wie wichtig das Thema auch einfach ist. Und deswegen haben wir jetzt auch Verbesserungsvorschläge, die lassen wir der Stadt zukommen, dass das Mikroplastik bzw. Plastik einfach nicht in die Gewässer oder Umwelt gerät. Und bis dahin ist es einfach immer weiter wichtig, sich zum Beispiel vor dem Einkaufen zu überlegen: Brauche ich das wirklich? Brauche ich jetzt wirklich noch das 10. T-Shirt und die 5. Fleecejacke? Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir durch das Programm. Normalerweise ist dieses Programm abendfüllend. Heute sind wir nur am Bildschirm.
Trotzdem vielen Dank, dass Sie alle teilgenommen haben. Vielen Dank den vielen Preisträgerinnen und Preisträgern. Vielen Dank allen anderen, die mitgemacht haben. Wir haben ja dieses Jahr mit 53 eingereichten Vorschlägen einen Rekord erzielt. Vielen Dank für alle, die sich die Mühe gemacht haben, diese Bewerbung abzugeben. Aber vor allem vielen Dank, dass Sie sich in unserer Stadt einsetzen für das Thema Nachhaltigkeit. Ich darf mich bedanken beim Organisationsteam, beim Büro für Nachhaltigkeit, bei Norbert Stamm, bei Claudia Gay, die sich intensiv auch jetzt mit der Preisverleihung beschäftigt haben, die sich Gedanken gemacht haben, wie können wir das über die Bühne bringen und über den Bildschirm bringen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Die Nachhaltigkeit ist uns ein großes Anliegen als Stadt Augsburg. Und wir freuen uns sehr, dass wir auch dieses Jahr wenigstens eine Preisverleihung durchführen könnten, auch wenn nur am Bildschirm. Machen Sie es gut und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wieder live im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses sehen.